Was geht ab, Leute? Wir sind halt back in der neuen Folge Resident Evil 5. Weiter geht's hier im Schiff. Moment, waren wir nicht da gerade schon durchgegangen? Waren wir nicht am Ende der letzten Folge schon durchgegangen durch die Tür? Hä? Was ist das? What? Warum? Das haben wir eben schon. Hallo, kann ich mal bitte. What the hell? Wieso? Hä? Wer hat das denn schon gespielt? Was für ein Scam? Oh mein Gott, Junge. Ich hab das so eben schon gemacht. Ich bin verarscht. Hier kriegt ihr auch Damage hin. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Wo mache ich dem Damage? Ich bin. Hä, warum müssen wir das denn nochmal machen? Verstehe ich nicht ganz, okay. Genau, snipe die mal bitte, ja. Du machst das schon, Kleines. Das ist ja jetzt belastend, ey. Hat das nicht. Hä? Weil ich kurz im Pausemenü war oder was? Was ist das für ein Schwachsinn? Okay, egal, ja. Haben wir trotzdem hinbekommen. Aber das ist ja wieder wild, ey. Das ist unglaublich, Mann. Mann, jetzt habe ich gerade schon wieder. Irgendwas will ich erzählen die ganze Zeit, aber ich weiß nicht genau was. Ich hatte gerade irgendeinen Gedanken dazu im Kopf, aber ich komme gar nicht genau drauf, was das war, ey. Scheiße, Mann. Das ist ja belastend, Mann. Ich hänge gerade einfach ein bisschen, ihr kennt es bestimmt. Ich glaube, ich muss mal mein Laufwerk aktualisieren, oder? Vielleicht geht's dann besser. Naja, nee, keine Ahnung, ja, egal. Wird schon passen. Fällt mir bestimmt irgendwann nochmal wieder ein. So, jetzt geht's hier weiter, genau. Im Fahrstuhl. Genau, wir waren hier im Fahrstuhl. Wieso hat er das denn nicht einfach. Okay, egal. Was wollte ich erzählen? So. You've made it this far. Ja, ja. Und ich nehme an, wir fighten jetzt erstmal gegen die Kleine, oder? Also gegen die andere da. Oder fighten wir direkt gegen den Typen jetzt? The new superior breed of humans, given birth by the progenitor virus. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Hatten wir das schon gesehen, die Sequenz? Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all was lost with Raccoon City. Ich glaube nicht so ausführlich, kann das sein? Weiß ich genau. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? For one who has the right to be a god. Ich erinnere mich irgendwie gar nicht mehr an dieses Game, wo diese Ausschnitte herkommen, oder ist das extra, also ist das einzeln? Nee, oder? Mortality. Ich weiß es halt nicht, ey. The right to be a god. Müsste denn aus dem ersten Teil sein, oder ist es aus Null oder Code Veronica? Die werden natürlich nicht gespielt. That right is now mine. Aber den ersten Teil kann ich mich halt auch null erinnern. Vielleicht ist es halt wirklich aus dem ersten Teil. You. Arrogant even until the end. Da kenne ich noch jemanden, mein Freund. Only one truly capable of being a god deserves that right. Wieso zur Hölle sind wir jetzt die Sequenz? Wir wissen ja eh schon, dass er ihn getötet hat. Das macht gar keinen Sinn, Mann. Also weiß ich nicht. Resident Evil 5 fühle ich nicht.
Oh wow, Alter, wir hätten einfach nur in den Aufzug gehen müssen, hätten wir diese Scheiße eben nicht wiederholen müssen, dann war das Kapitel eh zu Ende. Stabil, Alter. Ja, egal, okay, noch zwei Kapitel, also 6-2 und 6-3 fehlen uns noch. Ja, dann kann ich nochmal schnell die Schätze hier verkaufen. Mega! Ach, Mann. Okay, können wir die Pistole nochmal upgraden? Jawohl, für 10.000, ui. Wir können die theoretisch nochmal upgraden, das kostet aber 15 fucking 1000, Mann, das ist ein bisschen hart, oder nicht? Vielleicht die Kapazität nochmal erhöhen? Da sehe ich mich schon eher. Nachladezeit, ja, brauchen wir nicht unbedingt. Vielleicht nochmal die Pumpgun upgraden oder so. Kostet auch 10.000, Alter, Junge, okay. Aber warte mal, wir können das hier nochmal, den Jailbreaker, den fühle ich nicht. Und den kann ich auch irgendwie nicht nachladen mit der Pump-Muni, also weg damit. Oder? Ja, scheiß drauf, den brauchen wir nicht. Der macht eh weniger Damage und so. Da sehe ich mich nicht so. Vor allem für eine Automatik-Pump haben wir, glaube ich, auch nicht so die, unbedingt die richtige. Also, wir haben 22 Schuss plus 10. Das ist nicht so viel. Wisst ihr, was ich meine? Dann hätten wir noch 5000. Damit können wir genau nichts machen, oder was? Schön. Könnten noch mal warten. Oder die Knarren von der Kleinen verbessern. Aber weiß nicht, ob das so lohnenswert ist. Kaufen. Ja, ich heb mir das mal auf. Falls wir im finalen Bosskampf irgendwie Hilfe brauchen, dann kann ich mir noch Sachen kaufen. So, das Kapitel sollte recht schnell gehen, soweit ich das noch weiß. Oder was ich noch weiß, soweit ich das gelesen habe vorhin, weil ich habe ja mal geguckt, wie lange die Kapitel noch ungefähr gehen, weil ich habe überlegt, ob ich es nicht mal fertig spielen soll, weil Resident Evil 5 gefällt mir, bin ich ehrlich, bin überhaupt nicht. Den 6. werden wir vielleicht dann doch nicht spielen, sondern direkt den 7. Der 6. geht mindestens 30 Stunden, also wahrscheinlich dann eher 40 und ja, sehe ich mich nicht so, weißt du, das ist auch wieder so wie der 5. ungefähr, mit 7 Charakteren und so. Was nur für mich? Chris, how nice of you to join us. Wesker. Oh shit. Don't worry, your mission is at its end. Oh shit, man. Ouroboros is on the eve of its appearance. 6 billion cries of agony will burn a new balance. Sorry, Wesker, but not on my watch! Albert! You said we changed this world together! Oh, why? Ja, ich glaube, die Kleine wird auch verraten. Wesker doesn't give a damn about anybody but himself. Soon, even you will understand, Chris. One glimpse of my new world, and it will all make perfect sense. Na klar, oder du bist einfach geisteskrank, Digga. It's too late for you. You will not live to see the dawn. Sorry, Excella, but it appears Ouroboros has rejected you. Though you have been an excellent asset, I have one last task for you. Albert! What the hell? Nice. Farewell, old friend. Shit. Das sind eine Menge Leichen, ne? Sieht sehr lecker aus. Und das wird bestimmt sehr eklig werden. Der Kopf von der, ich sehe ihn nicht. Ich dachte, der extra wird schon drauf. Wo sind die Schwachstellen? Oh shit, man. Das ist ja fast so wie das Ding, was wir mit Flammen kämpfen mussten, wo ich fast einen Anfall bekommen habe. Und weiß nicht, ob mir das so gefallen wird, der Kampf. Wenn ich da ganz ehrlich bin. Ich weiß, irgendwie ging es mir schon wieder ein bisschen schlecht heute, ey. Man merkt vielleicht, dass ich nicht so ganz bei der Sache bin. Okay. Ab nach da oben, würde ich sagen. Okay, wir sind jetzt hier drin. Persistent, son of a bitch. Ja, schön. Ich dachte, wir kämpfen jetzt dagegen. Huh?
I don't know. We gotta get the hell out of here before it destroys this place. Nice ass view. Schön. Okay. Ja, wir gehen hier rein. Boah, Alter, das übernimmt ja das ganze Schiff, das Vieh, Junge. Das ist ja ekelhaft. Frage ist nur, wie kommen wir raus? Am sinnvollsten. Haben wir irgendwas übersehen? Hier, die Schränke vielleicht. Guck mal. Oh, hallo. Ja, Digga, die haben auch überall Gold versteckt, ne? Kann ich nicht auch einfach an Bord dieses Schiffs gehen, mir das ganze Gold snacken und dann bin ich einfach rich, man? Das wäre so nice. Okay, wie kommen wir durch? Ja, geil. Zeig mir dasselbe nochmal. I try my best, um hier durchzukommen. Okay, irgendwas Nützliches vielleicht in den Schränken? Irgendwas? Irgendwas Lohnenswertes? Hier ist nochmal Muni für die Kleine. Come on, Roger. Hier, nimm die mal mit. Forget it. Are you okay? Zielt die uns? Warum? Nimm die scheiß Muni mit. Ja, danke. Über Schränke, ey. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch sehr nervig. Warum muss der da 10 Minuten reinzoomen in den Schrank? Öffne den doch einfach, Junge. Was soll das? Ist doch voll unnötig, Junge. Okay, dann geht's mal weiter, Alter. Hallo, jemand da? Mein Gott! Look how big it is! Okay, ich nehme an, wir werden gleich einen fetten Bosskampf haben, weil das wäre sonst wack. Gut. Da ist eine Leiche, hier ist so ein Ding, toll. Ich will ja eigentlich gar nicht lang. Ich will eigentlich auch gar nicht an Bord dieses Schiffs sein, wenn ich ehrlich bin. Oh ne, noch mehr Schränke. Ihr wisst, ich muss da überall reingucken. Das könnte sich ja lohnen, da können ja hier für den Granatenwerfer Muni zum Beispiel drin sein, das wäre nice. Weil dass er die Schränke in 20 Minuten öffnet, ist ein bisschen nervig. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Frage ist, wo muss ich denn jetzt lang? Theoretisch muss ich hier raus, oder? Und dann hier lang. Okay. Die stehen noch safe gleich wieder alle auf, oder? Oh, shit. Okay, ich wollte eigentlich jetzt stampfen. Hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir erhofft habe. Let's go. Oh ne, geht. Immer so ein Ekelvieh. Scheiße. Okay, haben wir. Sehr gut. Oh, es lebt noch, was? Stirb jetzt! Hunger, ey. Brückenschlüsselkarte, nice. Was habt ihr noch an Muni? Pump Muni, sehr gut. 10 Stück und 4 Stück. Und mehr kann ich nicht mitnehmen. Und die bleiben liegen, sehr gut. Weiter geht's. Ist hier noch irgendwas? Dokument, oh nein. Hier, wie gesagt, viele Leute, die es lesen möchten. Ich weiß zwar nicht, wer sich so lange Texte in einem Game durchliest, aber könnte ja kurz das Video pausieren. Ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ist vielleicht interessant, das zu lesen, aber scheiß drauf, Junge. Also das ist mir nicht worth, ja. Ja, recht geile Informationen hier. Mhm, ja, ja. Interessant. Naja, ich meine, gut, das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter. Da hat man vielleicht noch andere Ansprüche gehabt. Oder da war das halt normal, dass man in so einem Game so viel Text hatte quasi. Mittlerweile ist das eher ein bisschen anders, würde ich sagen. So, perfekt. Weiter geht's. Dafür brauchen wir die Schlüsselkarte. Okay, nice. Haben wir. Wir sind jetzt, wie heißt denn das hier nochmal? Verdammt, ja gut, das ist eigentlich die Brücke, ne? Vom Schiff, oder? Also zumindestens, würde ich das Brücke nennen. Ist ja in Star Wars zum Beispiel auch so. Gibt's hier noch irgendwas zu mitnehmen? Ich würde gerne alles mitnehmen, was wir kriegen können. Wenn das irgendwie möglich ist. Da ist noch ein Kraut. Geh weg, geh weg, geh weg! Scheiße, Mann.
Ich kann das nicht mitnehmen. Ich kann das hier höchstens nochmal kombinieren, aber das ist halt auch wieder eigentlich Verschwendung, ne? Aber was soll's. Strömung scheint zu funktionieren, aber ich kann sie nicht benutzen. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man so ein Schiff bedient. Geht's hier durch? Nein. Okay, da können wir nicht hin. Alles klar. Da unten ist nochmal Munition, nice. I take it. Ah ja, kann ich ja nicht. Komm mal her. Kannst du die vielleicht mitnehmen? Dankeschön. Gibt's hier sonst noch irgendwas Nützliches? Ich glaube nicht wirklich. Da ist nochmal ein Zettel. Mhm. Ja. Schön. Toll. Wer liest denn so lange Texte im Spiel, ey? Okay, dann geht's aufs Dach. Da kann's ja nur besser werden. So, da hängt da was? Ne, bei diesen Kisten. Zack, bisschen Muni für die Olle. Eine Brandgranate für mich. Und wir können hier durchgehen. Und jetzt fighten wir, glaube ich. Das sieht ja sehr lecker aus, Digga. Yes, man. Okay, wir sehen auf jeden Fall die Schwachpunkte, das müssen wir hier. Ich hoffe doch. Die Frage ist nur, wie am besten. Oh mein Gott. Man muss sagen, mit den neuen Resident Evil Teilen, also im Vergleich zu den neuen, sieht das schon ein bisschen wack aus. Was? Von wo? Alles diese, oder? Kann ich da weiter drauf ballern dann? Ich weiß nicht genau, wie das hier läuft. Okay, das eine Ding ist down, nice. Schon, geh kaputt. Nice. Nächste Phase des Kampfes, let's go. Nochmal so lieben. Wow, einfallsreich. Mega der geile Bosskampf. Das ist so low. Das sieht ja gar nichts. Ich kann einfach hier stehen und ballern, passiert nichts. Easy 80 bestellt, nice Lini. Ist auf jeden Fall ein geiles Game. Okay, da kommen die nächsten beiden Dinger. Ah ne, die nächsten drei sogar direkt. Vielleicht wird es jetzt noch ein bisschen härter hier, aber ich... Oh, vier sogar, oha. Okay, jetzt haben die mir auch getroffen, passt. Wie schmeckt euch das hier? Oh, das tut weh. Scheint nicht so zu schmecken. Verreckt. Nice, eins down, sehr gut. Gibt's auf jeden Fall genug Muni. Shit. Oh mein Gott, Junge. Klappt schon irgendwie. Da ist eins dunkel, das stirbt gleich. Sehr gut. Okay, nice. Noch zwei. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zack, weiter reinhalten. Jetzt wird der klein, ich höre die gar nicht mehr. Alles gut bei dir? Keine Muni mehr? Schick die mal an, weil dann wechselt die Waffen, glaube ich. Oder hat die echt keine Muni mehr?
Das wäre wild. Da liegt ja noch gut Munition eigentlich. Wir haben noch Granaten. Oh scheiße. Einmal nicht drauf geachtet, krieg ich direkt Schläge hier von dem Ding. Ich würde gerade gerne mal die Brandgranaten nutzen. Aber du siehst ja auch nicht, wie du wirfst, das ist ja auch belastend. Das bringt glaube ich gar nichts gerade. Brandgranaten sind useless. Komm jetzt, geh kaputt, Mann! Was ist da los? Wie sieht die Muni aus? Scheiße, ey. Oh oh, ich hab keine Muni mehr. Ich hab ganz dringend Muni. Oh scheiße. Ganz viele Alien-Dinger. Nutzen wir das mal. Ich brauch ganz dringend Muni. Scheiße, ey. Muss ich halt damit ballern. Hilft nichts. Ich will irgendeine Waffe noch Muni? Nein! So beschissen, ey. Komm, bitte triff. Ja, oder? Hat's getroffen? Ich weiß nicht. Ich hoffe. Wir haben noch zwei von den Dingern. Scheiße, Mann. Einer ist tot, sehr gut. Das ist der letzte. Komm, zeig dich. Nice. Oh ja, mit dem letzten Schuss, den ich hatte. Ich brauche ganz viel Muni, Mann, bitte. Aua. Ich brauche Muni. Please. Ich hab nichts. Ich kann es nicht mehr schießen. Wir sind auch noch Muni. Was soll ich denn machen, Alter? Ja, geil. Geiler Kampf, Alter. Soll ich die Dinger abfackeln? Droppen zumindest ein bisschen was. Toll, die droppen mir eine neue Brandgranate. Mega. Komm schon, bitte. Ich brauche Muni. Hier ist Muni für die Kleine. Nimm das hier. Okay, wir haben ein paar Muni bekommen. Komm, jetzt stirb. Warum geht kaputt? Ich hoffe, das ist das letzte Ding da oben. Ich sehe nur Kräuter, aber keine Muni, Mann. Das zackt doch. Muni und baller da rein, bitte. Ja, der hier war unnötig, aber egal. Danke. Hier hat jetzt meine Granaten. Warum? Ja, klar. Geile Quicktime-Events. Wo ist denn die Olle jetzt? Ich brauche meine Granaten, bitte. Muss ich irgendwas geben für... Ja, Mann, das ist ja belastend mit dem Inventarmanagement, ey. Das ist so scheiße. Es ist ausgedacht, das ist echt verloren, Mann. Ich bitte jetzt mal Muni aufnehmen. Komm schon, gib mir die Muni bitte. Nice. Oh Mann! Jetzt kommt das dicke Ding wieder, ne? Genau. Aua. Komm schon, wieder keine Muni. Das ist doch gottlos. Nimm mal bitte die Muni, die Nades. Hier.
nochmal eine Brandgranate. Toll, bringt mich jetzt hier unbedingt weiter. Ich habe ein bisschen Money bekommen. Boah, es ist furchtbar, wenn du keine Munition hast, ne? Der Bosskampf war eigentlich easy, aber Munikosten zack richtig hart rein. Einmal tot. Vielleicht hätten wir jetzt die Deagle gebraucht, weil die mehr Damage macht. Wow. Rennt alle nieder. Munition. Boah, scheiße, Mann, da wollte ich gerade ausweichen. Das ist furchtbar. Das ist ja hart furchtbar hier mit der Munition, ey. Sehr gut. Und jetzt stirb bitte, Mann. Jetzt stirb! Ich bin so schlecht wie der komische Perspektive hier, ey. Das ist nicht so optimal, Alter. Scheiße, kann ich dich mitnehmen? Komm, jetzt verreck doch, Mann, was ist da los? Ist doch nicht. Immer noch am Leben, das Ding. Unbelievable, Mann. Scheiße, einmal verschossen. Das ist echt belastend. Die habe ich gerade mit der Brandgranate. Aua. Ja, Mann, nimm doch die Brandgranate bitte. So. Zack. Munition, ganz dringend, bitte. Sehr gut. Oh Junge. Ist ja nicht so, dass der Kampf schwer wäre, aber man muss sich halt echt mal irgendwie Muni besorgen die ganze Zeit. Das zackt halt ein bisschen hart, ey. Der Kampf ist ja übertrieben einfach. Halt ein Fakt, der zackt. Muni, sehr gut. Oh ja, wir haben es, glaube ich. Oh mein Gott, war das ein langer Kampf, ey. Vor allem so unnötig, Mann. Ich habe meine ganze Muni verballert an dem Ding, ey. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wild. Was machst du denn, wenn du auf einmal keine Muni mehr hast? Also gar keine mehr, dass du nicht mehr neue Muni kriegen kannst, ey. Spiel 6-2 beendet. Wie lange sind wir in der Folge? 29 Minuten, ey. Das ist nur ein Kapitel zu spielen, quasi. Junge, was war denn das für eine Scheiße gerade, ey? So, kombiniere ich einmal, gebe ich ihr dann auch direkt rüber. Ja, Muni ist leer. Ich würde sagen, wir kaufen mal Brandgranaten nochmal.
Einfach, dass wir was auf Vorrat haben. So, zack, Chris, nimm die. Und dann kombinieren wir die direkt mit dem Werfer. Sehr gut, und dann geht's weiter. Let's go. Kann ja nur gut werden ohne Munition. So that's the worst. I fear for the world if that ever gets out. God damn it, Wesker. He's actually serious about destroying the entire planet. Natürlich. Natürlich ist er serious damit. Meinst du, warum wir hier sind? Ich hab hart Hunger gerade. Wait. An assault bomber. When Jill said Wesker was planning to spread Ouroboros throughout the world. He's planning to use this to spread it. Man sollte mit ihm vielleicht zerstören. There he is. Come on, let's go. Und wir sollten uns vielleicht ein bisschen beilen. Jill, are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Was denn? Wesker's superhuman strength. It comes from a virus. Mm-hmm. But the virus is unstable. Okay, sehr gut. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if we cut the supply of serum, he loses his strength. Affirmative. But he just took a dose, so it's gonna be a while before he needs another one. Damn. Shit. Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. Ooh. I think she used a serum labeled PG-678W. PG-678W. Das haben wir doch gesehen, oder? War das das, was sie verloren hat, die eine? You need to find that serum. Excella always kept it with her, in an attaché case. Jill, come in. Jill! Dann wissen wir, was zu tun ist. Chris, this is it. Let's give it a shot. Das heißt, ich gebe ihm einen Shot damit und dann haben wir ein Gift gegen ihn. Sehr gut. Obama equipped with missiles. He can't fly around in that without getting shot down. Oh god. Exactly. The plane can't get shot down. If it does, it'll initiate a biohazard. It's just like Joe said. He's planning to spread this virus worldwide. Looks that way. Things are worse than I thought. We have to stop him here and now. Ja, dann let's go, Mann. Ist jetzt schon der Endboss-Fight dann direkt oder was? Oder geht das Kapitel noch ein bisschen? Also das letzte. Das fällt mir eine Frage, oder müssen wir jetzt noch irgendwie dahin laufen? Ich hab das Gefühl, wir müssen erstmal hinkommen, ja? Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Weil ich glaube, Boss-Fight könnten wir ohne Munition gar nicht so weit kommen. Also wir müssen jetzt mal ein bisschen Munition sammeln wieder. Stirbst du jetzt mal, Junge? Danke. Okay, weiter geht's. Ich habe gar keine Muni mehr außer die Pistole. Oh, der brennt aber, sehr gut. Oh, das ist ja nett. Sehr freundlich. Nehmt die Pflanze. Ich warte mal kurz. Das Ding wird doch gleich wieder loslegen, oder? Ja, safe, oder? Oder nicht? Ich will ja nicht langlaufen, wenn es losgeht, oder ich. Scheiße, wir gehen jetzt noch. Oh shit. Mal runter. Up in the water. Ich brauche ganz dringend Munition. Ja geil, lass mal einen Schuss daneben sitzen. Mega gut. Blendgranate, Maschinengewehr, was ist für dich? Hallo, nimmst du die bitte oder kann ich die? Hallo? Oh Mann, dann gebe ich die halt so. Oh. Das ist so bescheuert. Hä? Gib mir eine Grenade! Take this! Das ist dieselbe, Junge, dann komm hier doch wieder damit. So bescheuert, ne? Dieses Inventar, also. Als wer sich das ausgedacht hat, ey. Okay. Ich brauch. Was war das? Achso. Ich brauch unbedingt Muni. Und zwar für alle meine Waffen. Verdammt. Der droppt nichts. Oh, Munition, bitte! Soll ich einen Endkampf machen ohne Munition? Vielleicht liegt es an dem Munitionsproblem, dass nur 30% der Spieler das Spiel überhaupt durchgespielt haben.
Könnte ich mir zumindest gerade vorstellen, weil ich weiß nicht, wie ich an Muni kommen soll. Wenn wir gleich den Endkampf haben. Wir müssen zurück. Oh Junge. Ist sie tot? Nee. Scheiße. Hätte ich stampfen können. Warte, die kriegst du. Ja, sorry, ich brauche die Muni, Mann. Geht halt nicht anders. Aua. Danke. Wir gehen alle her, Mann. Deine Muni, ne? Das sind ja unendlich viele, Mann. Na schön. Reload mal, der hat auch nichts für uns. Zack. Zack. Los. Ein bisschen Gold, schön, nehme ich. Fetten Haken drücken. Hilf mir mal bitte. Das ist ja furchtbar gerade alles. Die Deckung. Oh mein Gott, was ist hier los? Keine Chance. Ja klar, da Rakete, da noch Maschinengewehr reindrücken. Alter, was denn? Ich brauche halt mal Munition, dass ich damit arbeiten kann. Ich krieg einfach keine Muni, Mann. Oh, ja, das Ganze nochmal machen. Ey, das ist doch beschissen, ey. Ah Mann, ich hätte hier das Maschinengewehr abnehmen sollen, wo wir davon 4 Muni bekommen haben. Was kann ich das noch machen? Nein. Das Maschinengewehr wäre geil gewesen, ob wir das bekommen. Der verbrennt, sehr gut. Geh da nicht hin. Okay, alles gut. Hier runter einmal. Das kennen wir mittlerweile. Mann auch viel zu wenig Damage nimmt. Was ist eigentlich hier, Muni? Muss ich ihr wieder geben. Das ist mit diesem Inventarmanagement, das ist halt so beschissen, ne? Hier mal nach oben. Und dann nochmal, hey! Freuen wir uns alle. Nicht. Viel Kraut hier, ne? Thanks, Scheiße, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Egal. Wir nehmen hier mal zwei. Give me an herb. Use this. Wir nehmen die beiden auch mal direkt. Haben wir ein bisschen mehr raus am Ende. Warte mal. Ich tausche mir das mal so, dann kann ich die direkt ausrüsten. Nochmal das Ganze, hey! Freuen wir uns doch alle nicht. So, Jungs. Stampf, stampf. Oder keine Ahnung. Kleiner Drecksack. Meine Muni, nimm. Nämlich. Ein bisschen Gold. Das ist halt scheiße, wie die, also wie gesagt, das Inventar sortieren ist halt crap in dem Game. Stirb jetzt. Keine Muni bekommen. Ich habe also nur Pistol Muni, weil. Und wird gerade schön von hinten erwischt. Geil. Ja, ja, ich bin gut. Alles in Ordnung, Mann. Ich bräuchte halt nur Munition, das wäre sehr hilfreich.
Oh geil. Ah ja, ich habe ja keine Farben. Schön. Da freuen wir uns ja. Ja, nee, nimm doch bitte alle meine Muni. Danke. Ist sehr grip, sehr gut. Das ist ja furchtbar hier bei Spielen. Oh mein Gott, die fliegt ganz. Ich hasse das. Wer schießt mit einem scheiß Laser, Mann? Bitte. Niemand kämpft mit einem Laser, Digga. Bitte, bitte, Mann. Ich will doch mit nur einem fucking Fadenkreuz. Das wäre so hilfreich. Oder wenigstens Munition, ey. Aber so ist es doch richtig beschissen, ey. Ich kann halt nichts machen, ey. Bitte Munition. Ach Mann, wieder für sie. Das ist doch beschissen, ey. Ja, ich habe einen Granatwerfer ausgerüstet. Mega schön, immer Money wasten hier. Wie ein Profi. Oh Mann. Richtig geile Mission, ihr seht es. Ich will auch nur Munition für die Kleine kriegen, das ist auch belastend. Nimm mir bitte das hier mit. Komm nochmal, da kommen Raketen dafür. Der bewegt sich, Raketenmuni wieder gewastet, geil. Freue ich mich und mehr Muni habe ich auch nicht. Das ist doch scheiße. Ich kann mich jetzt nicht verteidigen. Geil. Ich kann höchstens die Brandgranate nehmen und hoffen, dass die da reingehen, ja, aber was? Kann ich mich nicht verteidigen, ich habe keine Munition. Ja, wieder Maschinengewehr, scheiße, ey. Ja, Digga, was ist das? Gib mir doch mal Munition, bitte! Das ist doch Schwachsinn! Hab nichts! Das ist dumm. Das ist einfach dumm. Greif die jetzt mal an, der mit dem Raketenwerfer muss weg. Sehr gut. Könnt ihr mal bitte Muni droppen? Irgendeiner. Das ist dumm, ich krieg keine Muni. Ich kann ja auch nicht sagen, gib mir mal deine Waffe, weil das geht nicht. Ich kann also gerade nichts machen. Das ist so beschissen. Tauschen, ne? Jetzt geht die brennen. Ich hab immer 20 Pistolen Muni mal bekommen. Kommen wir hier hoch. Oh Junge, ich brauche ganz, ganz dringend Muni. Bitte, 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 bitte. Das funktioniert so nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo wir gerade hin müssen. Wir müssen wahrscheinlich die Schalter erstmal bedienen, ne? Weg mit dem. Ist gut. Gold, was will ich mit Gold? Ich brauche Munition. Oh. Komm. Komm bald ich. Hallo. Bitte beeil dich, Mann. Danke. Oh Junge. Naja, sie hat Abstand halten. Easy, easy, klar. Oh, Junge. Ich hab doch keine Muni! Zwei von denen? Scheiße, ich muss hier weg. Die töten die halt auch einfach One-Shot. Das ist das Problem. Mega nice.
Ja klar, nee, ohne Munition sind die Typen easy. Ja, ja, freue ich mich. Geil. Ich hab ihn einfach raus. Zum Kraut. Und wieder die Stickstoffgranaten. Moment, Moment, Moment. Ich muss hier weg. Was? Wie soll ich die besiegen? Ich habe keine Munition! Was ist denn das? Ist das bescheuert? Das ist so unfair, Mann. Das ist so unfair. Moment. Vielleicht damit. Okay, Moment, Moment, Moment. Und du hast erst Hilfespray. Vitamin. Gib mir mal die Minen für die Blendgranate. 5 Minen hat die. Wild. Ja, okay, wird lustig. Das wird ihr krank? Seid ihr irgendwie dumm oder so? Was? Wie willst du das regeln, ne? Das ist ein Witz. Das ist ein fucking Witz! Unnormal. Unnormal behindert. Ich muss in den Geschützturm. Das ist ein Witz. Das ist alles ein Witz hier gerade. Hilft das hier? Hilf ihm bitte. Digga, ist das bescheuert? Ja, heal uns mal ein bisschen, aber ich kann gegen die Penner nicht viel ausrichten. Einer ist tot. Beide sind tot, oder? Oh, Junge, Alter. Oh. Was ein Fight, ey. Mit Granaten, schön, nehme ich mit. Sind nicht schlecht. Hier haben wir die Hangarschlüsselkarte B. Die andere hat der andere. Aber ich hab Pumpkin Money. Immerhin. Sehr gut. Die nehme ich wieder mit. Digga, was ist denn das für ein Fight hier gerade? Ah, wann ist die Aufnahme zu Ende? Das habe ich voll überlesen, sorry, Alter. Theoretisch in 10 Minuten, aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier, ob wir jetzt hier direkt den Boss machen oder nicht. Kann auch sein, dass wir jetzt noch das Ende durchspielen, also. Weiß noch nicht genau. Warum? Die brauche ich da vorne, ne? Weiß halt nicht, wie lange es jetzt hier noch geht. Kann auch sein, dass wir jetzt gleich einen Bosskampf haben und es dann durch ist. Macht ja keinen Sinn, dann die nächste Folge anzufangen. Weiß nur noch nicht genau, was wir dann danach machen, nach dem Game. Okay, wir haben den Kampf geschafft. Ich habe gerade eine WhatsApp Nachricht bekommen. Okay, das ist irrelevant. So, okay, weiter geht's. Something doesn't feel right. I can't explain it. Yeah, I hear ya. Also, wenn es jetzt hier der Bosskampf ist, dann machen wir es auf jeden Fall noch zu Ende jetzt hier. Hoffe ich. Mal gucken, ey. Resell, da ist der Penner. Your plans are finished, Wesker. There's no way out this time. Don't you two ever tire of failing in your mission? You've really become quite an inconvenience for me. Meinst du? Aber du nervst auch ein bisschen hart.
Geil, er wirft seine Brille auf uns. Mega. Er ist ja wirklich Matrix, Junge. Er ist und bleibt die Matrix, Junge. Zieh mal bitte die Medizinspitzen. Why are you doing this? What do you accomplish by unleashing Ouroboros? Every day, humans come one step closer to self-destruction. I'm not destroying the world. Ja, wahrscheinlich, Digga. Shit. Er ist einfach die Matrix höchstpersönlich, Leute. Ich krieg richtig auf die Fresse von dem immer. Ja, das hätten wir doch einfach direkt reinstechen können, oder nicht? Nice, komm, bitte. Die treffen damit einfach. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Either way, I'm not gonna stop until I'm dead. Well then, I'll just have to kill you quickly. Na, mal gucken, wie er mich hier töten wird, ne? Sehen wir gleich. I'll see you dead. Watch out! Ich hab halt keine Muni, also was soll ich gegen die machen? Ja. Geil. Watch out! Nice. Aua. Was soll ich denn gegen ihn machen? Das ist die momentan, ey. Ich kann ihn nicht abschießen, ja? Könnte hilfreich werden. Den kann ich aber. Okay, Moment. Ich glaube, ich muss ihm einen Nahkampf geben, oder? Ich bin mir unsicher. Das Spiel ist halt so unlogisch. Das ist halt so das Problem. Munition habe ich eh nicht, also. Ja. Ich kann, das ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Kann ich ihn überhaupt im Nahkampf angreifen oder nicht? Oder das ist so ein bisschen die Frage, ne? Kann ich ihn jetzt einfach das Ding reinstechen? Da kann ich halt wieder nicht ausweichen. Das ist so sinnlos, Alter. Ja, es gibt halt nicht mal die Möglichkeit auszuweichen manchmal. Toll! Das sind irgendwie Kontern, aber wie, Alter? Also wenn ich richtig bin, dann muss ich in Nahkampf gehen. Aber Nahkampf geht nur ganz selten. Ich will ihn so schlagen einfach. Aber kann man ja nicht. Geht doch nicht. Da musst du ja wirklich auf die richtigen Sekunden warten. Oh, ist das schon wieder ein Dreckskampf, ne? Also wer das Spiel entwickelt hat, ich hoffe, der wird gefeuert, Alter. Ja! Seh mal bitte in einer Millisekunde, dass ich A drücken muss. Willst du mich verarschen? Das Spiel ist so unlogisch, ne? Ehrlich, ich habe eine halbe Millisekunde Zeit, um A zu drücken. Klar, nee, macht jeder, easy. Gar kein Ding. So ein Bullshit, ne? Stickstoffgranaten. Ich weiß ja nicht, ob die gut gegen... Ich weiß halt gar nicht, was gut gegen den ist. Ich kann ja eh nicht abschießen aktuell. Das ist nur das Ding. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen den machen soll. Soweit ich weiß, muss ich in Nahkampf gehen. Ja, mit A, jetzt kommt er. Toll, danke, eben mal die ganze DX, jetzt mit A. Mega nice. So ein Scheiß, ne? So, greif mich mal an. Jetzt tritt er mich wie. Es ist so ein Scheißkampf. Es ist so ein sinnloser Kampf vor allem. Fehlt einfach komplett die Logik. Ja, wieder mit A, Digga. Natürlich mit A, das weiß man, klar. Die ganze Zeit mit X, da gewöhnt sich dran, aber einmal ist A. Na klar. Nee, fühle ich. Mega geil. Na komm, leck mich am Arsch.
Habe ich A gespammt, dann dreht sie mir Charakter um. Ja, was ist denn? Sag mal, wer hat die Scheiße entwickelt? Geiler Kampf. Nee, fühle ich. Ist mega nice. Ich kann ihm halt nichts tun, Mann. Oh. Jetzt wollen wir eine Granate versuchen. Klingt aber auch nichts anscheinend. Geil. Ja, tritt mich, komm. Nee, das bringt auch nichts anscheinend. Och man, was ist das für ein Scheißkampf? Ich hasse sowas. War vorhin schon schlimm. Ja, tritt mich halt. Es ist so sinnlos, es bockt halt so null, oder? So, jetzt kann ich ihn kontern, oder? Ja, mit A jetzt schon wieder. Mann, Alter, wer hat das entwickelt? Manchmal A, manchmal X, manchmal B, Digga, manchmal C. Was ist das für ein Dreck? Ich google jetzt den Kampf, hab keinen Bock drauf, mir die Scheiße hier nochmal zu geben, Alter. Weil ich will zumindest wissen, ob ich das hier richtig mache, weil man weiß es ja nicht in dem Spiel. In dem Spiel ist alles scheiße, Alter. Wer das entwickelt hat, ist so beschissen. Also, ich verstehe einfach nicht. Ja, nimm mal Quicktime-Events, toll, aber wenn die sich immer ändern, Alter, ist das so sinnfrei? Weil du hast eine halbe Millisekunde Zeit, um zu sehen, was du drücken musst. Toll, ja klar, nee. Oh, fuck mich das ab, Mann. Was ist denn das für ein Dreck? Das ist so fucking scheiße gemacht wieder. Weiß ich nicht mehr, ob ich das richtig mache schon wieder. Ja, quick, toll. Halbe Millisekunde, sehr quick, oder was? Was muss ich denn gegen das Scheißschwein machen? Das würde ich halt gern wissen, was ich machen muss. Das wäre richtig interessant zu wissen, ja? Ja, komm, Alter, spul vor den Scheiß. Ich will ja nur wissen, ob ich das richtig mache, ja? Vielleicht muss ich auch was ganz anderes machen, außer diesen Nahkampf-Scheiß. Weiß ich ja nicht. Hä? Ich verstehe es jetzt schon wieder nicht. Okay, irgendwelche Hebel bedienen anscheinend. Okay, geil. Kommst du natürlich so easy drauf, ja? Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich bin so froh, wenn wir es durchhaben, ehrlich. Das Spiel ist so ein Haufen Müll. Also wirklich schlechteste Resident Evil Teil, den es gibt. 100%. Okay, ich muss irgendwelche Hebel betätigen. Klar. Da denke ich sofort dran. Es heißt, ich soll ihm das Ding in den Arm spritzen, ja? Und meine Aufgabe ist anscheinend Hebel zu bedienen. Willst du mich eigentlich verarschen, Digga? Wo macht das Sinn? So sinnfrei. So sinnfrei, Junge. Sechskampf, Alter. Dann betätigen wir halt alle Hebel. Meine Logik wäre es halt gewesen, Nahkampf, den auszunocken, ihm das Ding in den Arm zu spritzen und ihn dann zu besiegen. Aber anscheinend müssen wir Hebel bedienen. Klar, da kommt man easy drauf. Da denke ich sofort dran. So dumm, Alter. Was ist das? Oh ja, Nades. Geil. Ah ja, die kann ich. Okay, schön, die kann ich nicht nutzen. Ich weiß nicht, brauchen wir denn noch Hebel? Das ist ein dummer Kampf. So ein dummer Kampf. Gibt's. Ja toll, hier gibt's überall diese Sprengköpfe, aber ich muss ja erstmal irgendwas machen, um den verwundbar machen zu können, oder nicht? Das verstehe ich halt schon wieder nicht. Das ist nicht erklärt, ey. Nebelfäbel noch bestimmt noch, oder? Nee. Oder? Ich, keine Ahnung, Mann. Jetzt, Sequenz, okay. Ich weiß, es geht noch uns. Da ist noch ein Schaltpult. Hebel ist kaputt. Toll. Das heißt was? Ich verstehe gerade nichts. Kann ich mich wehren vielleicht? Ich habe doch keine Ahnung, Alter. Es ist halt so sinnfrei. Wo ist er überhaupt? Ah ja klar, ist schon wieder da. Es ist so sinnfrei. Was genau muss ich machen? Was ist das? Junge, was soll ich denn machen?
den Hebel nochmal bedienen? Ich weiß es doch nicht. Weiß ich nicht mal, was die Hebel machen, Mann. Der Kampf macht für mich keinen Sinn. Absolut nicht. Es ist einfach alles unlogisch. Egal was du machst, es ist einfach unlogisch. Was genau muss ich machen? Ich versteh's nicht. Ja, wie viel da deine Scheiße bieten auf dem Keller? Ich hab doch keine Ahnung, was das soll. Ah ja, der ist leer, toll. So sinnfrei, Junge, es ist so sinnfrei. Jetzt schlag das Ding kaputt. Es ist so sinnfrei alles. Ja, bring mal her. Oder krieg halt auf die Fresse, keine Ahnung, ey. Das ist alles sinnvoll. I'll get the rocket launcher. Was? Wieso du denn? Chris, I need a warhead. Hä? Watch out. Ah, was? I'll get the rocket launcher. Gib mir die doch! Wieso, Alter? Was ist denn... Oh, Mann! Was ist das für ein Scheißkampf? Mal den scheiß Warhead, du dumme Sau. Ja, der war ich dir hier einmal. Ich weiß nicht, was das für ein scheiß Kampf ist. Wer das designmäßig rechtfertigen kann, der ist verloren, Alter. Ja, das bringt mir jetzt hier noch gar nichts, oder? Was soll ich denn genau? Was macht man denn jetzt hier? Was ist denn das Thema? Was ist denn überhaupt? Was ist? Ich verstehe gar nichts bei dem Scheiße gerade. Nichts! Muss ich warten? Was muss ich genau machen, Mann? Es ist alles so unlogisch. Jetzt läuft die grün. Das wird ja wohl richtig sein, dann, oder nicht? Ich weiß es doch nicht, Mann. Es wird ja nichts erklärt, Mann. Der leuchtet wieder rot. Okay, das heißt, ich muss den wahrscheinlich taken, oder? Oh, ist das ein Scheißkampf, Alter. Ehrlich. Ist das alles, was du hast? Den kann ich nicht taken oder was? Oder. Hä? Was ist denn? Halt die Fresse, du Bastard! Hallo, mach jetzt. Oh, halt die Fresse, komm! Ich verstehe schon, warum die meisten Leute das Spiel nicht zu Ende gespielt haben. Weil es einfach unlogisch ist. Man weiß nicht, was man hier machen soll. Ich muss den Hebel doch nochmal bedienen. Ich. Keine Ahnung, Mann. Ehrlich nicht. Ich muss vielleicht auf die Dinger schießen, die ich hier aktiviere. Ich weiß es ja nicht. Es ist ja einfach von Logik durchzogen. Die Dinger vielleicht... Ich weiß es. Keine Ahnung. Nö. Dann sagt mir doch, was ich tun soll. Ich guck jetzt nach. Es macht null Sinn, dass dieser Kampf. Er macht null Sinn, Digga. Das ist so frech. So ein Kampf zu designen. Ist so frech, Mann. Das ist so Abschaum, wer das designt hat, ehrlich. Also ich hoffe, die wurden gefeuert. Ich hoffe wirklich so hart, die wurden gefeuert. Weil das ist so dumm. Noch 6-2? Das ist noch 6-2 vielleicht, ne? Dann haben wir noch ein ganzes Level vor uns. Willst du mich verarschen? Ne, das glaube ich nicht, oder? Das ist doch ein Witz. Das Spiel ist so lächerlich. Das nimmt sich doch selber in die Hand, oder? Pausier mal kurz die Aufnahme und guck das mal nach, Leute, bis gleich. Also, ich habe mir das jetzt mal durchgelesen, das klingt alles so unlogisch. Anscheinend muss ich jetzt die Rakete drauf schießen, die ich nicht habe. Fickt euch alle.
Wenn er mit dem Rücken zu mir steht, muss ich eine Rakete drauf schießen. Dann muss ich irgendwie mit einer Pistole oder so auf die Rakete in seine Hand schießen. Und dann kann ich dahin laufen, ihm das Zeug injizieren. What the fuck? Ist das unlogisch? Ja, ist es. Natürlich ist es unlogisch. Es ist so dumm. Sobald er mit dem Rücken zu mir steht, muss ich ihn abknallen. Dann Rakete in seiner Hand abknallen. Und dann kann ich ihm das Zeug injizieren. Ja, darauf komme ich easy. Na klar, da würde ich natürlich instant drauf kommen, ja? Fucking Dummheit, Alter. Das Spiel ist so lost. Also ehrlich. Auf die fucking Idee gekommen ist, weil ich will es gar nicht erst wissen, ey. Flutlichter anschalten stand da, aber das habe ich ja gemacht anscheinend. Keine Ahnung, ey. Die kann ich ja nicht mehr betätigen, oder? You're merely postponing the inevitable. Oh, jetzt dreht er sich um! Bleib jetzt stehen, du Penner! Okay, jetzt. Here you go. Okay. Jetzt kann ich ihm das Zeug initiieren, oder was? Ist das beschissen, Alter. Da kommst du in 100 Jahren nicht drauf, ja? Also, das ist so ein Drecksgame, ey. Hat auch wieder nicht funktioniert, weil ich dich gespammt hab. Nee, ist nicht cool. Also, das Spiel macht richtig Spaß, muss ich sagen. Wow, Alter, das ist ein Traum. Ich krieg ja auch nie einen Anfall oder so, Alter. Das ist das beschissenste Spiel aller Zeiten, ey. Also, da würde ich wirklich den Titel vergeben, schlechter als Gollum, Alter. Okay. Er muss nicht unbedingt mit dem Rücken zu mir stehen. Das geht auch so. Jetzt spritz ihm das Zeug rein, bitte. Ich krieg sonst echt einen Schlaganfall hier. Oh, Junge, Alter. Ich habe ja nichts dagegen, Sachen selber rauszufinden und spielen, aber Sachen, die so unlogisch wie möglich sind, sehe ich mich nicht. Also das finde ich so beschissen von dem Spiel, also vom Game Design. So, jetzt ist er besiegbar, ja. Hoffe ich mal. Hey, wie, warte mal, aber ich dachte... Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Jetzt haut er einfach ab. Ich dachte, wir müssen jetzt gegen den Fight, Mann. Ja, ich fühle mich hart verarscht, Junge. Ist ja wohl ein Witz. Geil. Und jetzt? Ich bin... Also wirklich, man müsste ich eine Party feiern, wenn das Spiel durch ist. So beschissen ist es einfach. Ich mag ja wirklich Resident Evil Teile, aber das hier, das ist ja wirklich... Das kann man eigentlich nicht als Resident Evil Teil bezeichnen, ey. Save it, Wesker. There's no one left to help you now. Das geht einfach nicht. I don't need anyone else. I have Ouroboros. In less than 5 minutes, we'll reach the optimal altitude for missile deployment. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Dann haben wir also 5 Minuten, um den Bastard zu besiegen, oder was? Was war das denn gerade? War das dein Fuß? Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm. Komm, schieß. Genesis is at hand, and I will be the creator.
Stern nämlich einfach einen Header drücken können. Immerhin den Arm. Another one of Umbrella's leftovers. You know what we have to do. Ja, Umbrella ist einfach die größte Schmutzfirma aller Zeiten, ne? Cover me. Erinnert sich so ein bisschen wieder dran, wie das mit Jill war, ne? Die sich quasi für ihn geopfert hat. Und das macht sie jetzt auch. Natürlich. Er hätte es senken können. Ach du Scheiße, Junge, einfach ein Vulkan. Ist ja mega. Oh. Oh. Vielleicht ganz schnell aussteigen. Es wird mir ein bisschen zu warm in dem Flugzeug. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber weiß ich nicht, ob ich da drin sein möchte jetzt. Sehe ich mich nicht so. Obwohl, wir sind ja nur auf dem Lava-Gestein anscheinend gelandet. Okay, das geht ja noch. Ich dachte, wir sind direkt in der Lava gelandet. Speichern. Na klar, wir sind einfach in einem Vulkan. Na klar. Oh, ich hab grad so ein Flashback. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Gamer-Video gesehen. Also hier so 10, keine Ahnung, Bosse, die man easy besiegen kann oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht mehr, um was es da ging. Aber ich glaube, ich erinnere mich gerade, dass es in irgendeinem Video hier war, die Szene. Und irgendwas konntest du hier machen, aber ich weiß überhaupt nicht mehr was. Irgendwas habe ich da gerade im Kopf. Vielleicht laber ich auch nur Scheiße, aber mir kommt dieser Vulkan bekannt vor. You grab it. Roger. Okay, haben wir noch irgendwas hier? Ne, ich glaube nicht, weiter geht's. Wir brauchen auf jeden Fall Munition, ey. Das ist jetzt ganz wichtig hier. Oder war das ein anderes Game? Keine Ahnung, Alter. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, das ist schon lange her. Wie ich das gesehen hab. Oh, guck mal, er hat keine Klamotten mehr an. Also, ja, was heißt keine Klamotten mehr an? Kein Oberteil mehr an. Ich hätte dich Jahre vorher getötet. Chris. Dein Mistake. It's over, Wesker! Over. I'm just getting started. Oh, Scheiße, Mann. Oh. Ja, das ist ja sehr nett, dass du jetzt so einen fetten. Ja. Was ist das überhaupt? Ein Fallteil in seinem Arm hat. Scheiße, Junge. Das ist angenehm, würde ich sagen, ne? Ey, ich bin müde, ey. Der macht müde. Why can't you understand, Chris? Fall back! Do you really believe the world is worth saving? Die Frage ist, was machen wir gegen den? Wir haben ja halt actually kaum Money. Chris, get to high ground! Natural selection leads to the virus stronger and better. Humans have escaped this winnowing for far too long. Oh Scheiße, ich glaube, ich komme nicht weg. Nicht gut.
Komm doch mal hier hoch, mein Freund, ne? Nice. Das hat getroffen. Das Problem ist, wir haben halt kaum Muni. Es ist halt, aber es ist halt übertrieben schwer, ihn jetzt fertig zu machen. Nein, nein. Nein, nein, Junge. Okay, ich hab ihn. Sehr gut. Oh, es geht nicht. Scheiße, ich lass ihn in die Runde springen. Nein. Lass mich. Fuck. Ich muss irgendwie weg. Da geht's nirgendwo lang. Oh Mann, hier komme ich auch nicht rüber. Das ist ja ein Traum. Stein bewegen irgendwie? Ja. Sehr gut. Komm, beeil dich, Mann. Ich kipp den Stein einen Haken, Alter. Geil. Ist das wieder dumm, Alter. Oh shit, man. Ich glaube, ich muss da schnell rüberspringen. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Wieso? Das muss gehen. Das geht einfach nicht. Gut gescannt. Hallo? Das ist ja richtig geil. Ja, toll. Wieso... Hä? Wieso konnte ich denn da nicht rüber, Mann? Das ist so rigged. Es ist so rigged, dieses Spiel. Es ist so rigged. Das hätte gehen müssen, glaube ich. Safe eigentlich. Warum kann ich denn sonst den Stein moven, hä? Das Spiel ist so ein Witz, ne? Das Spiel ist so ein Witz. Es nimmt sich selber nicht ernst. Hundertprozentig. Das ist so beschissen, das Game, Alter. Ich bin so froh, wenn wir es durchhaben, ne? So was von froh. Das ist halt einfach ein Joke. Humans have escaped this winnowing for far too long. So dumm, ey. So lächerlich. Einen hab ich gesetzt. Sehr gut. Nice, zweite Hit. Nein. Was hat er jetzt gemacht? Das hatten wir eben noch nicht. Die Fans ist neu. Das hat sie mir gefällt. Komm schon. Aber warum konnte ich da eben nicht rüber? Das muss gehen eigentlich. Safe. 100%. Bitte, bitte geh einfach. Ey, das ist so lächerlich, dass es schon wieder nicht ging eben. Ne, geht nicht. Hä, was ist denn das? Was ist denn das für ein Scam, Junge? Das muss gehen, safe. Das muss gehen. Darüber komme ich auch nicht mehr, ne? Ne. Aber das ist offensichtlich, dass es da nicht rüber geht. Das ist so beschissen, ne? So, einmal den Rücken, sehr gut. Ich glaube, man kommt so ein bisschen vor wie in Star Wars 3, Alter. Mit dem Lava hier und so. Schlag doch nochmal ein bisschen, du Penner. Das ist Hundetechnik, du hast nicht so gut. Scheiße. Schlag doch nochmal ein bisschen. Nice. Oh Junge. Jetzt der fünfte gewesen sein, ne?
Kampf. Oh Mann. Ich weiß aber gar nicht, was ich machen soll. Ich muss da eigentlich hier rüber, aber es geht nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da rüber muss. Oh Scheiße. Komm, krieg doch nochmal einen Anfall, bitte. Komm, Fuß für mich, du Penner. Nein. Ich hab keinen Bock drauf. Jetzt. Oh, nice. Wow. Was ein bisschen nice ist. Tschüss. Scheiße. Just hold on, Sheva. Kann dir nicht helfen. Ich komme hier nicht rüber. Okay, ich habe noch 3 Schuss. Wie soll ich den besiegen mit 3 Schuss? Das würde ich so gern wissen. The human race requires judgment. And you're going to judge us? You get all your ideas from comic book villains? Menschliche Rasse, Junge, du bist doch selber ein Mensch, du Penner. Okay, du bist ein Mutant, aber sonst. Oh Junge. Du bist halt ein Lappen, ne? Wie lange geht denn der scheiß Kampf noch? Das macht halt, ist es halt nicht mal schwer oder so, ist einfach nur nervig. Vorne, oh nein, vorne ist beschissen. Scheiße, Mann. Ich hab halt nicht mehr viel Muni, ne? Shit. 20 Minuten, 50 Stunden Spielzeit. Ja, siehst du, Alter? Und mir wurde gesagt 7, Alter. 7 bis 8. Da stand überall online bei allen Leuten, die das schon gespielt haben und hier die so, keine Ahnung. Die also Game-Bewertung oder so machen, keine Ahnung, was heißt. Seiten, also Game-Seiten. Ja, mir geht nur langsam auch die Muni aus, muss ich mal erwähnen. Ne? Das ist so ein Schwachsinn, der Kampf. Fit im Rücken, Junge. Dann macht er wieder seinen Hokus Pokus Tornado, Alter. Dann rückt er sich wieder und.
Fett in die Brust. Fett in die Brust. Fett in die Brust. Fett in die Brust. Jetzt wechselt er wieder. Das ist halt der beschissenste Bosskampf der Zeiten, ne? Wow. Oh, scheiße, jetzt muss ich nachladen. Das heißt, ich wusste, jetzt habe ich immer nachgeladen, sagen wir es mal so. Oh Junge, ist das lame. Ach du Penner. Ich hab doch nur so wenig Muni hier. Oh, du fuckst jetzt hier. Bleib mal stehen. Hallo, bleib mal stehen. Es ist nervig, den Stick reinzudrücken. Bleib bitte stehen, ja? Kleine, geh mal weg. Geh mal weg. Oh, der kotzt mich gerade ein bisschen an. Junge, jetzt bleib doch stehen. Kannst du mal bitte stehen bleiben? Dankeschön. Böse Tornado an. Ich habe noch 5 Patronen, ich wollte es nochmal erwähnen, ne? Was danach ist, wissen wir noch nicht, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Man kriegt ja auch keine Muni anscheinend. Oh, scheiße. Das hat mich erwischt eben. Tatsächlich, krass. Danke für die Muni, die bringt mir noch nichts, weil ich diese Waffe nicht hab, Mann. Das ist halt so. Das ist so wack, Mann. Oh doch, die hat mir Pump-Muni gegeben, sehr gut. Okay, dann verständlich. Was genau macht man denn da immer? Mach ich mal alles richtig, weil in dem Spiel weiß man ja nie so. Ist halt alles unlogisch in dem Spiel, das ist das Problem. Ist halt schlecht vom Game Design, ne? Also ich kann nicht so genau sagen, ob das hier richtig ist, was wir gerade machen. Wir sollten vielleicht mal healen. Ja, das wäre eine Option, ne? Oh scheiße, Mann. Ich dachte, da kommt wieder ausweichen, Mann. Oh, ist das Spiel unlogisch. Jetzt komm. Das reicht langsam, ne? Ich wollte es nur mal erwähnen, Alter. Wir sind echt im Arsch langsam. Langweilig, das wissen wir alle. So, keine Muni mehr, keine Muni mehr. Das ist mega, ohne Muni, wie soll ich den besiegen? Weiß das jemand? Hat die Muni, die hat einen Schuss. Wir kommen nicht so weit. Ja, weil ich gerade geschossen habe, konnte ich nicht ausweichen, mega. Ich habe nichts zum Healen dabei. Ich hasse diesen Gegner so sehr, ne? Jetzt stirb schon. Mein Gott, Digga, wie viel tankt der denn auch wieder? Ich brauche Munition. Da hat auch wieder keine Sau dran gedacht, dass man mal Munition für den Scheiß braucht, oder? Ach, Digga, ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst. Jawohl, dreh dich halt wieder um, du Sau. Ey Mann, ich hab den Schlaganfall. Kannst du dich mal bitte so drehen? Das ist so ein Kack, Mann! Dreh dich nochmal so, dass ich dich hitten kann, du Arsch! Junge! Jetzt mal, oder? Es ist ja, ich brauche halt mal Munition, ne? Ich will ja nicht sagen, aber ohne Munition kommt man hier nicht weit. Das ist so bescheuert. Weiß nicht, was das Spiel sich denkt. Das war's. Ich habe einen Schuss noch. Einen beschissenen Schuss habe ich noch. Kriegt man hier auch irgendwo mal Munition her? Ich weiß ja nicht. Wirkt bisher nicht so. Das
ist ja nervig, so ein längster Kampf aller Zeit. Ohne Munition. Oh, man bewegt sich so langsam. Ja, das ist genau die Show. Bleib doch bitte, Mann. Oh. Jetzt bitte, Junge. Ich hab nichts mehr, Muni. Brandgranaten, das war's dann. Der Stück aber nicht. Oh Mann, die letzte war wieder unnötig. Wie oft soll ich das denn machen? 2 Millionen Mal oder? Es wird langweilig. Es wiederholt sich einfach alles nur. Ich hab noch 2 Schuss! Och, du Opfer, ne? Du bist echt ein Opfer, was seinesgleichen sucht. Hallo, ich hab keine Muni! Wie lange überlebt das Arschloch denn? Alles was? Ich kann höchste Granate versuchen, aber das wird nichts bringen. Weil das einfach der dümmste Bosskampf aller Zeiten ist. Das stimmt halt nicht. Ich kann nichts machen gegen den. Oh, Munition. Nur die hier irgendwie. Irgendwo her. Sieht nicht so aus, ne? Wie willst du ihn besiegen? Hat sich das irgendwie auch überlegt? Ich hab keine Muni, das war's. Ich kann ihn nicht besiegen. Ich hab alles an Muni, was ich hatte, habe ich reingeballert. 2 Milliarden Schuss und der Bastard lebt noch. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Versteht's nicht, was soll ich machen? Was genau ist denn das Ding? Es ist so unlogisch. Nichts mit Granaten abwerfen, das bringt uns wahrscheinlich aber auch nichts. Keine Ahnung. Ja, man. Also, das hat halt wieder keiner überdacht, oder? Das hat kein Damage. Ich kann machen, was ich will, das bringt überhaupt nichts. Wir kommen hier einfach nicht weiter. Wir kommen hier nicht weiter und es wird auch kein Ende geben, der Kampf. Was soll das denn? Kann man mir auch irgendwie mal Muni besorgen? Was ist... Ich kann doch nicht ohne Muni kämpfen gegen den. Hat wieder keiner daran gedacht, oder was? Das ist doch Schwachsinn. Ja, ich dachte, wir besiegen den jetzt, aber die Folge wird so lange Überlänge haben, das ist unglaublich. Kannst du mal bitte meine Minen laufen, wenigstens, wenn du mir schon keine Muni drops irgendwie mal... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er stirbt halt einfach nicht. Keine Ahnung, ich muss mich jetzt töten. Ich kann nichts machen gegen den. Ja, was soll ich machen? Man kriegt halt einfach keine verdammte Munition. Wie will man den ohne Munition besiegen? Kann mir das irgendwer sagen, ja? Man kriegt aber auch keine. Warum auch? Warum sollte man auch Munition kriegen, ne? Wäre ja zu schön. Es wäre ja zu schön, mal Munition zu kriegen in dem Scheißspiel. Das ist doch ein... Das ist so eine Frechheit, das Game, Alter. Ehrlich, wer sich das ausgedacht hat, das ist ein absoluter Huso, ey. Ein Dreck, ey, hab ich schon lange nicht mehr gesehen. So ein Müll. So ein absoluter Müll. Unglaublich. Unglaublich, dass du sowas überhaupt als Spiel haben darfst, Alter. Oder verkaufen darfst, eher gesagt, ey. Das ist doch so ein Bullshit hier. Nehmen jetzt die Diegel noch mit. Vielleicht, oder die Magnum, eher gesagt, ja. Vielleicht kommen wir damit ein bisschen weiter. Ich weiß es nicht. Ich tippe mal auf nein, weil das Spiel ist ja unmenschlich. Das ist einfach frech. Es ist einfach nur frech, das Game. So, die kriegt die. Dann kann die mir die mitnehmen wenigstens mal. Wir versuchen es noch ein... Ja.
Die Folge wird wahrscheinlich 2 Stunden am Ende gehen. Das einfach nur, weil dieser Bastard einfach nicht sterben will und ich einfach keine Muni mehr kriegt. Toll! Nee, es ist geil, Digga. Du zockst ihm 20 Mal, ballerst du den in die Öffnung rein, aber es zuckt nicht. Passiert gar nichts. Geiler Kampf. Fühl ich, Alter, fühl ich. Mega. Drecksgame, Alter. Also ich muss irgendwas machen, wenn er seine Arme hochstreckt. Ich weiß es ja nicht. Es wird ja, man sieht ja auch nichts, was man da machen könnte. Man muss ihm eigentlich hier. Soweit ich weiß, muss man ihm dann in die Öffnung ballern, aber passiert ja nichts. Jetzt in Öffnung. Mein Gott, Digga, zeig mir deine Öffnung, du Arschloch. Ei, ist das Spiel beschissen, Alter. So ein schlechtes Game sein, Alter. Das nervt halt einfach nur. Das Spiel ist einfach nur frustrierend, ey. Es passiert halt nichts. Das ist so das Schlimme. Mach das wieder zu. Das ist so sehr langweilig, so ein beschissenes Kampf, den ich je in einem Spiel gehabt habe. Dreh dich halt wieder um. Och Mann, du hast auch keine Hobbys, oder du Penner? Bleib jetzt so gedreht, wie ich möchte. Arschloch. Wo ist jetzt deine Wunde? Kannst du dich bitte mal so... Ey, der geht mir so auf den Piss, der Typ. Muss man irgendwas machen, wenn er seinen Arm rausstreckt? Ich weiß es nicht. Das ist so sinnvoll, hier gegen zu kämpfen, irgendwie. Oh Mann, dreh dich doch nicht um, Mann! Gib mir auf den Sack jetzt! Was der gerade erft, also der, also sonst ging's ja, aber er erft der gerade übertrieben, Alter. Hör auf, Mann! Arschloch! Der dreht sich immer um, wenn ich schießen möchte. Mann, hör doch auf jetzt! Ey, ist das ein Hurensohn, Alter. Es ist einfach der größte Hurensohn der Welt, Mann, dieser Bastard. Hör auf, die umzudrehen, du Arschloch. Was soll das? Dummes kleines Arschloch an Gegner, Alter, wirklich. Der stirbt da auch, finde ich. Kann der nicht einfach mal sterben, bitte. Ich weiß halt nicht, was ich noch gegen ihn machen soll. Ich weiß es halt einfach nicht. Er stirbt halt einfach nicht. Der Bosskampf wäre ein bisschen schwierig wäre, aber ist er ja nicht. Ich konnte einfach nicht weitermachen, weil ich keine Uni habe. Oder ich verstehe wieder irgendwas nicht, weil das Spiel eh unlogisch ist, der Hölle ist. Nicht, dass man auch kein Fadenkreuz hat, sondern einen scheiß Laser, Alter. Das ist genauso beschissen, Mann. Ach, Mann, ey. So, es macht dann einfach keinen Spaß, das Spiel. Ich habe auch schon eine negative Rezension geschrieben von dem Stream. Jetzt nur warum Piss geht das gehen. Ich wäre froh, hätte ich nicht gespielt, bin ich ehrlich. Ich wäre so froh, hätte ich das Game nie gespielt. Das wieder zu. Wir sind bei 1:40, Digga. Ich kämpfe seit 40 Minuten gegen das Arschloch. Seit 40 Minuten kämpfe ich gegen den Lappen. Och Mann, Alter, dreh dich doch nicht um, wenn ich schießen will. Kann man so nervige Gegner im Spiel sehen? Jetzt wechselt er wieder. Und langsam und sicher geht mal wieder die Muni aus. Und dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll, weil. Ja, was machst du denn noch wieder?
Willst du mich verarschen, weil sie jetzt stirbt, bin ich tot. Ist das beschissenste Game ever. Ich bin gleich wieder da, ich muss mich mal ganz kurz abreagieren, sonst kriege ich hier einen absoluten Schlaganfall bei dem Scheiß. Versuchen wir es nochmal. Ich verstehe, ich weiß ja nicht, was ich machen soll gegen das Schwein. Granaten helfen bei dem auch nicht. Mehr Muni kannst du eh nicht kaufen. Jetzt ist die Kleine halt einfach gestorben, was ist... Da konnte ich doch nichts machen, Mann. Das ist halt so unfair schon wieder gewesen. Oder muss ich irgendwas im Nahkampf wieder machen, weil das kann ja auch sein. So wie ich diese scheiß Games kenne. Kannst ja gleich mal probieren, ey. Keine Ahnung, ey. Nee, Nahkampf nicht, glaube ich. Was ist denn das los? Kannst du mal bitte einen Angriff machen, du Penner? Oh, das hat was gebracht. Glaube ich. Keine Ahnung, ich bin unsicher. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht hilft das ja was. Der Kampf ist sowieso sinnfrei, ey. Ja, aber sieht das anders aus, oder? Warte mal, die Sequenz sah gerade anders aus, glaube ich. Oder? Oder täusche ich mich da? Ich weiß es nicht. Wir probieren das nochmal, warte mal. Vielleicht ist das ja die Lösung, weil das ist halt wieder sowas, da kommst du halt nicht drauf, dass du da im Nahkampf sein musst. Nein, ich wollte jetzt gar nicht, scheiße. Das wollte ich eigentlich Nahkampf machen. Und da wieder sein Tornado. Ich verstehe halt nicht genau. Ah, jetzt! Guck mal, Alter. Das weiß man doch nicht, oder? Wie kommt man da drauf? Da kommt doch kein Mensch drauf, oder? Sei doch mal ehrlich. Das ist doch ein Witz. Ich werde, also... Ihr habt gesehen, wie lange es gedauert hat, bis ich überhaupt auf die Idee kam, einen Nahkampf zu gehen gegen den. Weil das ist... Das erscheint mir so unlogisch. Aber es hat anscheinend funktioniert. Krass. Das ist so lächerlich, ey, das Game. Es ist so lächerlich, also... Das Game Design, das Level Design, diese Bosse, Digga, das ist ein Witz, der seinesgleichen sucht, ey. Unglaublich, wie scheiße dieses Game ist. Das war's. Ich hätte einfach einmal X drücken müssen im Nahkampf. Das ist ein Witz. Das ist einfach ein Witz. Da kommt niemand drauf. Niemand kommt da drauf. 100% nicht, Alter. Ein Witz ist das. Jetzt haben wir eine Stunde 43 gerade. Bisschen Überlänge, weil der Kampf einfach lächerlich ist. Aber hey, was willst du machen, ne? Passiert halt, ne? Klar. Was musst du jetzt machen? Ich musste einfach einmal, wo er diesen Tornado fertig hatte, im Nahkampf X drücken und ihn festhalten, dass sie mit dem Messer in seine Brust stechen kann. Und das war's. Das habe ich einmal gemacht und er war tot. Wie kommt man da drauf? Niemand, wirklich niemand kommt da drauf, ohne das... Also... Wäre ich jetzt nicht so verzweifelt gewesen und hätte überlegt, in den Nahkampf zu gehen, hätte ich das niemals gemacht. Ja, wow, genau. Ne. Absolutes Schmutzgame. Oh ne, sag mir nicht, der kommt nochmal wieder. Bitte. Bitte nicht. Das war gerade schon Schmutz genug. Wir sind hier schon bei einer Stunde. Wir sind bei einer Stunde 44 gerade in dem Video. Das ist viel zu lange schon, Alter. Vor allem für so ein Bastard und für so ein Drecksgame. Mach den bitte jetzt weg. Bitte, bitte, bitte. Ich kann nicht mehr. Das Spiel, ich bin so froh, wenn wir gleich fertig sind. Bitte. Es treibt mich wirklich zu schnell an meine Grenzen, das Game. Diese Unlogik in diesem Spiel, dieses Level-Design. Alter, ist das Schmutz. Ach du Scheiße, Junge. Also, so ein räudiges Game habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Ich habe mich schon oft in Games aufgeregt, aber das ist ja wohl ein Witz. Wann kam das raus? 1. April oder so, ne? Kam das am 1. April raus? Nee, nee. Oder? Muss eigentlich, Alter. Das ist ja wohl... Also... Nee.
Normal würde ich mich viel mehr aufregen, aber dann krieg ich wieder Ärger, oder? Weil ich zu laut bin. Das ist also... Das ist ein Joke. Das Game ist der größte Joke, den ich je gespielt habe, Alter. Wirklich. Unglaublich behindert. Ich kann es nicht glauben, ey. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Ein Witz. For a future without fear. Einfach nur ein Witz. Yeah. It's worth it. Endlich haben wir es geschafft. Wow. Ja, also von diesen angeblichen 7-8 Stunden sind wir jetzt, glaube ich, bei 14 Stunden oder so. Oder nee, warte, wenn ich richtig sehe, sind wir sogar schon bei 15 Stunden. Das war also quasi doppelt so lang, wie es angekündigt war. Ne? Gut, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es natürlich nicht gespielt, weil das ist mir viel zu viel Aufwand jetzt und Zeit gewesen. Aber jetzt kann ich jemand sagen, ich habe das schlechteste Resident Evil aller Zeiten durchgespielt. Krass, oder? Kann ich den Abschnitt überspringen oder habe ich keinen Bock drauf? Sehe ich mich nicht. Ah, geil. 3 Achievements bekommen. Leck mich fett. Scheiß auf den Abspann, Alter. Ist mir so egal. Ja, komm mal die Fresse. Ja, ist mir so egal. Ja, komm, Alter. Ja, natürlich direkt deinstallieren. Am besten zurückgeben, ey. Ich würde es nur wegen der Sammlung behalten, dass ich alle Resident Evil Teile habe. Aber sonst Schmutz. Ist das ein Drecksgame gewesen, ey. Also Leute, ich kann euch empfehlen, holt euch das Spiel niemals, Alter. Ihr werdet es bereuen. Ach ja, jetzt kommt ja wieder die Sequenz hier, ne? Schmutz, ey. Größtes Drecksgame überhaupt, Alter. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich mit einem besseren Game. Macht's gut und, ja. Ciao, Alter.